Gerammelt voll war es beim Ulysses Workshop. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, was denn die große Ankündigung sein würde. Ein Tipp, was die große Ankündigung sein wird? Redcon. Ja, dass einige Redakteure leider Ulysses verlassen haben im DSA-Bereich, aber... dass noch mehr Redakteure verlassen. DSA 5. DSA 5. Trotzdem weiß ich nicht, was die ankündigen werden. Da bin ich auch hier, oder? Ja, ich hoffe, dass sie halt irgendwas sagen, wie es halt weitergeht mit der Redaktion halt. Schauen wir mal. Ich glaube, der Kontinent wird erweitert. Es blieb dann doch etwas weniger drastisch. Die Ulysses Spiele GmbH hat sämtliche Lizenzen, Trademarks und alles, was zu das schwarze Auge gehört, gekauft. Das heißt, in Zukunft sind wir tatsächlich komplett das schwarze Auge. Das hat für euch vor allen Dingen einen, glaube ich, sehr großen Vorteil, weil wir jetzt tatsächlich darauf achten können, sämtliche Sachen wieder miteinander zu verzahnen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel die Romane, die in Zukunft auch bei uns erscheinen werden, wieder versuchen, direkt mit Abenteuern zu verzahnen oder mit entsprechender Weiterentwicklung, die in Abenteuern stattfindet. Neulich war als Nakhlador Studiengast, jetzt sind wir bei ihm zu Hause, sozusagen auf der RPC. Daniel Simon-Richter kann uns was erzählen zum Programm von Ulysses für die nächsten 2 Jahre. Allerdings, also die nächsten 2 Jahre, soweit werden wir vielleicht nicht ganz gehen, aber wir hangeln uns mal durch 2011. Das heißt also für die RPC, die erste oder die einzige DSA-Neuheit, die wir haben, ist Horte magischen Wissens. Das ist der zweite Band der Sammlung zur Magierakademie, der einige der fehlenden Akademien enthält, die wir im Augenblick noch haben. Nostria, Andergast, Belhanka, Gerasim und so weiter sind darin. Allerdings fehlen noch einige wichtige, zum Beispiel, manche werden stöhnen, Punin immer noch nicht da. Dafür wird es einen dritten Band geben, der sich um anderen mit Punin beschäftigt. Der wird heißen Hallen okkulter Geheimnisse, ist aber erst für nächstes Jahr zum Erscheinen. Der wird dann aber auch solche Sachen beinhalten wie zum Beispiel die Heptagon-Akademie zu Yolgor Mak oder ehemalige und aufgelöste Akademien wie die Bann-Akademie zu Sicilia. Das nächste, was dann als Produkt ansteht, ist Feenstaub und Märchenwesen. Das ist die dritte in dem Fall sogar Anthologie zu Märchen. Ein Band, der 4 Abenteuer beinhalten wird, ganz unterschiedlichen Regionen angesiedelt. Wobei ich im Augenblick am besten was sagen kann zum ersten Abenteuer, das aus der Feder von Muna Behring stammt, denn das spielt im Transsilischen, also in Schwarztobrien. Und man kann halt sagen, dass die schwarzen Herrscher auch da nicht ganz so sitzen, wie sie sitzen wollen auf ihren Thronen. Da haben halt einige andere Märchenwesen auch noch was mitzureden. Das bringt mich gleich zum nächsten Produkt, was jetzt Ende Juni, Anfang Juli erscheinen wird. Das ist der letzte fehlende Regionalband, also der grüne Band, der die Beschreibung der aventurischen Örtlichkeiten abschließt. Das sind die Schattenlande. Beinhaltet tatsächlich auch Schwarztobrien, also beziehungsweise was heute umkämpftes Tobrien ist, das Transsilien, was von Herzog Arngrim beherrscht wird, von Balthimor von Punin und von Yolgor Mak mit dem Heptarchen Leonardo dominiert wird. Dann die Varunkai, eher ein etwas zerfahrener Staat mit vielen kleinen Kriegsfürsten, darin Warung als weiße Bastion. Zweite weiße Bastion, die wir in den Schwarzen Landen haben, oder in den Schattenlanden haben, ist die Sonnenmark Beilung, auch Teil davon. Gefolgt wird das Ganze dann von der Fürstkomturei Tobi Mora unter ihrem Fürstkomtur Helmer Hafax und der Piratenküste. Es wird einen kurzen Aussicht auf die blutige See geben. Und dann wechseln wir sozusagen oder verlassen das Festland und widmen uns ganz Maraskan. Was halt Kultur angeht, was das Schikanidat angeht, was die Fürstkomturei Jagan angeht. Und als große Feature, wir haben halt jeder maraskanische Stadt hat einen Stadtplan, einen eigenen, alle neu. Wir haben eine große Maraskan-Farbkarte. Und da wir keine Tobrien-Karte drin haben werden, weil die schon in Schild des Reiches ist, bekommen dafür Yolgor Mak und Mendena farbige Stadtpläne. So, das ist der Band. Das nächste, was wir dann anstehen haben, ist die Anthologie Grabräuber Amanadi. Das sind Abenteuer, die sich tatsächlich, kleinere Abenteuer, die sich mit dem thulamidischen Raum beschäftigen, in denen alle möglichen Sachen passieren kann, von der Mumiensuche bis zum nächsten. Das sind, glaube ich, auch 4. Das waren auch ursprünglich die Dungeon-Abenteuer der Wettbewerb, richtig? Ja, ganz genau. Das sind die aus dem Abenteuerwettbewerb, die halt zu den Dungeons gemacht worden sind. Aber alle jetzt unter einer Thematik zusammengefasst, die halt Grabräuber und gerade diesen thulamidischen Raum, in dem sich das anbietet, zusammenfassen will.
Das nächste, was wir dann noch auf der Liste haben, ist das Sesinde Vademecum. Das ist der Nachfolgeband für das Rondra Vademecum, diese kleinen A6-Heftchen, die inaventurisch zeigen, wie eine Kirche funktioniert. Dieses Mal haben wir uns die Göttin des Wissens rausgepickt, der Weisheit der Magie. Deswegen wird es nicht nur halt Know-how geben für die Priesterschaft, also mit den Liturgien, Gebeten und Gesängen, sondern weil auch Magier die Göttin sehr verehren, viel über, wie verhält sich ein Akolut, also ein nicht geweihter Gläubiger. Und im Gegensatz zum Rondra Vademecum auch sehr viel Entwicklung innerhalb Aventuriens, wie ein Priester von der einen Glaubensrichtung in die nächste wechselt. Also wann fängt er an und ist unwissend, wo endet er, wenn er halt alles weiß, oder wird er dann einfach nur, knallt er dann einfach nur durch. Also man weiß es ja nicht so genau. Und dann haben wir noch die Anthologie Maskenspiele. Das ist die Anthologie, die sich die Anthologie zum Regionalband im Reich des Horas, in dem es halt auch vier Abenteuer geben wird, die sich mit unterschiedlichen horasischen Regionen beschäftigen. Wir haben eins in Chababien da drin, eins in Winsalt. Avisiert in die etwas weitere Ferne, dann auch schon für 2012, sind Angelegenheiten ein Band, der sich mit Untoten beschäftigen wird, der im Stil gehalten ist des Tractatus Contra Demonis, der diverse Formen von Untoten darstellen wird, Geisterwesen beinhalten wird tatsächlich auch. Und dann nicht nur die üblichen Tagunitotisch erhobenen Untoten, sondern es gibt auch Mischformen daraus und es gibt natürlich auch solche Untoten, die dadurch geschaffen werden, dass ein göttlicher Fluch auf ihnen liegt. Auch für Anfang nächsten Jahres geplant sind, ist die Quanions-Queste, die Lichtsucher, was die Suche der Praios-Kirche nach dem ewigen Licht erspielbar macht in vier großen Abenteuern und vielen kleinen Szenarien, die nicht modular aufgebaut sind, sodass jede Runde sich ihre eigene Quanions-Queste haben will. Und als Bonus dazu gibt es zeitgleich das Praios Vademecum, was sich dann mit der Priesterschaft Praios beschäftigen wird und wahrscheinlich so gestaltet ist, dass die letzten Seiten explizit abgetrennt sind, weil die halt schon die Ergebnisse der Quanions-Queste beinhalten, sodass man tatsächlich auch während der Queste dieses Buch benutzen kann. Als Priester oder auch als jemand, der vielleicht gar nicht so Praios-gläubig ist, wie man eigentlich ursprünglich glaubt, aber mal Sachen nachgucken will, wie sieht der Praioraner das? Nur noch der Titel, der ein paar Worte verloren hat und sich jetzt um was anderes kümmert, ohne Rang und Namen. Ohne Rang und Namen ist ein Meisterpersonenband, der vornehmlich generische Meisterfiguren beinhaltet, die man als Spielleiter an allen möglichen Orten brauchen kann. Sei es ein Wirt, sei es ein Schwertgeselle, sei es ein Barde, aller mögliche Couleur, die dann jeweils mit Zitaten, Umgebungen, unterschiedlichen Ausformen gebraucht werden, sodass man den generisch sofort einsetzen kann. Mit Abenteueraufträgen, die vielleicht vergeben werden, mit typischen Begegnungen oder eigentlich alles, was so eine Figur ausmacht, wenn man mal gerade keine passende Figur zur Hand hat, um den man dann benutzen können dafür. Und das andere, was ich sagte, das ist der Organisationenband, der beschreibt letztendlich alle möglichen Formen von aventurischen Organisationen, sei es die ehemalige KGIA, also die Kaiserliche Rätische Informationsagentur, sei es der aventurische Bote, sei es ein bestimmter Hexenzirkel, und der den Spielern anhand der Organisation, des Profils, der wichtigen Figuren, meinetwegen auch eines Plans des Hauptquartiers, was für einen aventurischen Boten sehr wichtig ist, das Redaktionshaus ist einfach die Dreh- und Angelscheibe der ganzen Veranstaltung, Organisationen, die normalerweise etwas weiter im Hintergrund bleiben, an die Hand gibt und auch halt erspielbar macht, sodass man halt Abenteueraufhänge hat. Wann kann ich halt mal einen Korrespondenten des Boten benutzen? Wann kann ich die 11. Schwadron benutzen oder sonst irgendwelche von diesen Organisationen? Und das ist ein Band, der ist relativ weit fortgeschritten und der wird auch noch dieses Jahr erscheinen.